Moinsen und willkommen zurück zu Mario Kart 8. Heute fahren wir wieder unsere Grand Prix. Jawohl, es geht diesmal endlich wieder weiter. Und zwar wieder mit 150. Wir haben da ja den ein oder anderen Pokal nicht gewonnen. Und das ist ja heute die Sache. Heute versuchen wir diese beiden Pokale zu gewinnen, dass wir in allen Cups überhaupt einen Pokal haben. Als erstes möchte ich gerne heute mit Toady Boy fahren. Ich glaube, mit Toady Boy waren wir noch nie gefahren. Und im letzten Teil gesehen, ein neues Teil haben wir. Und zwar den Rennwagen. Schöne Sache. Aber ich glaube, mit Toady Boy ist mit Rennwagen nicht so praktisch. Naja, was soll's. Na, riesige. Das soll ja auch schon ein bisschen schön aussehen, ne? Metall. Rally. Schwamm auch nicht gut. Holz. Kissen. Ja. Machen wir Standard und hier nehmen wir dann mal einen netten Gleiter. Sieht ein bisschen crazy aus, aber was soll's. Ziel ist es, einen Pokal zu holen. Klingt plausibel. Klingt auch ziemlich einfach. Wenn man sich aber das letzte Mal angeguckt hat, wie schlecht ich gefahren bin, da kann man dann sagen. Aber andersrum, Übung macht den Meister. Und ich denke mal sowieso, dass das jetzt mittlerweile durch diese ganze Übung, die ja jetzt drin war, weil es ist auch schon sehr lange her, als ich hier Solo gefahren bin. Ich denke mal, die ganze Übung hat jetzt schon was geholfen. Dazu ist es ja auch noch der Fall, dass man ja oft Spiele blind anders spielt, als man sie dann schon nicht blind mehr spielt. Ja, wie das da, das war ein klassischer Anfängerfehler, ey. Gottes Willen. Hoffentlich passiert das nicht weiterhin. Ich weiß nicht, wie, mit wem wir letztes Mal gefahren sind und warum wir so schlecht waren. Oder wie viel da wir geworden sind. Auf jeden Fall, Ziel ist es meinerseits, einen Pokal zu holen. Ist ja Wurst welchen. Ist ja Wurst Wasser welchen. Ja, apropos Sachen, Wurstwasser und sonst was. Ich bin ja jemand, der auch. Ganz kurioserweise, also es geht. Wow! Ja, herzlichen Glückwunsch! Es ist ein Schnitzel. What the? Ja. Okay, da ist neben dem Rennen reingefahren. Ist ja böse! Also, apropos Wurstwasser. Es gibt ja, worauf ich eben hinaus wollte. Es gibt ja echt die unmöglichsten Sendungen. Na, also wirklich Sachen, wo man sich so sagt, alter Falter, Alter, das kann ja wohl gar nicht sein, warum, wieso, weshalb, warum gibt's das denn überhaupt? Zum Beispiel Zirkus Halligalli auf Pro 7. Ich guck's ja mittlerweile auf Pro 7 Fun HD, weil ich habe ja Sky, ich kann ja gucken, ich kann ja alles gucken. Ja, danke. Weil abends weiß ich nicht, ist mir das so ein bisschen zu spät. In Zukunft ja eigentlich nicht mehr zu spät, weil dadurch, dass ich ja die zweite Liga mache als Tipps, als Bundesliga-Tipps, zweite Liga, ne, müsste ich das Montagsspiel natürlich mir auch angucken. Dann kann ich ein bisschen vielleicht noch davon gucken, aber ich glaube tendenziell eher weniger. Worauf ich hinaus möchte. Da habe ich heute einen Post gesehen oder so bei Facebook, ne, von wegen, man kennt das ja von Fruchtzwergen von früher, ne? Also man hat die Fruchtzwerge eingefroren in sowas, also beispielsweise so ein Stäbchen rein und dann ins Kühlfach. So Kinder hatten das oftmals gemacht, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt in eurer Kindheit oder ob ihr das noch jetzt macht oder was weiß ich. Ja, warum ich da jetzt ansprechen möchte. Das Bild, worauf das sich hinauswirkt, ist, dass die dasselbe gemacht haben, bloß mit Wurstwasser. Ich weiß nicht, ob man Eis nach Wurstwassergeschmack nehmen soll. Und wenn ja, wer ist so idiotisch und macht das? Ich weiß nicht. Wurstwasser. Ah, Gurkenwasser. Alter, Alter, es ist echt. Nee, ich mag es mir selber nicht vorstellen, weil überlegt mal. Yeah, das ist voll deinem das. Andersrum eine Mutprobe wäre das, auf jeden Fall.
Brustwasser als Eis und das Eis auch essen. Man hat ja deutlich mehr davon, als wenn man das jetzt... Ja, gut. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Dringend empfohlen, nicht nachmachen. Brustwasser nicht gut. Gar nicht gut. Ich glaube, dem Körper, weiß ich nicht, ob das dem Körper schadet, aber ich glaube nicht. Aber das ist auch relativ egal, ob es dem Körper schadet oder nicht. Es klingt schon eklig. Apropos, es klingt schon eklig. Bei RTL läuft auch echt alles nur totaler Rotz, ne? Ich gucke ja Gott sei Dank keine RTL freiwillig. Ich gucke es gezwungen. Es ist wirklich so, ich gucke es nicht freiwillig. Und ich habe es hier hochgeschafft. Super. Und knockt darum einen Knochen trocken aus. Ne? Ja. Schönes Ding. Schön. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, ich gucke also RTL nicht so ganz freiwillig. Meine Lebensgefährtin guckt RTL ja lieben gerne, wo ich mich so frage. So echt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Sowas wie Deutschland sucht den Superstar und Supertalent. Obwohl, ne, er... Deutschlands Next Dieter Bohlen Star heißt das. Und das RTL Format Talent würde ich das mal nennen. Weil mehr als RTL Format, dann war es das auch. Weil, oder habt ihr was von den, also seit, yeah, also heute, Stand, wann ihr das auch guckt, ne? Von den Siegern was gehört? Von 2013, 12, Elfen. Habt ihr heute was davon gehört noch? Nein, ich auch nicht. Von diesen, die das Kurzzeitstars? Jetzt außer diese Agneta, die jetzt, weiß ich nicht, hier auf, da wo es ja von Anfang an klar war, dass die gewinnen wird. Da hat ja auch RTL ganz schön viel draus machen wollen. Wer hat die Bananen da hingelegt? Ich glaube, ich selbst. Nee, ich weiß nicht. Also. Super. Ne, ist auch nur hochgepusht worden. Ganz viele haben damals noch gesagt, das weiß ich auch noch, als sie frisch gewonnen hat. Es heißt ja, Deutschland sucht den Superstar, nicht das Ausland. Wo man sich so denkt, so, oh je. Euch ist doch bewusst gewesen, dass die gewinnt. Nicht, weil die Zuschauer das wollten, sondern weil RTL das wollte. Weil das ist ja der große Punkt. Das ist ja der große nervige Punkt, den ich ja jedes Mal vorwerfe und das ja auch öffentlich vorwerfen kann. Weil im Endeffekt nicht sehr viele Zuschauer, also meine geliebten 10, 11, die immer alles hören, ne? Gruß an euch! Ne? Sie sind ja keine RTL-Mitarbeiter. Obwohl, wenn sie es wären, ja, dann ist mir das auch schiedegal. Aber... Nee, das ist... Das wäre... Das eigentlich weiß man immer direkt... Wer, wie, wo, was, weshalb. Weil RTL die hochpusht. Weil RTL meint, der soll gewinnen. Und ist mir doch schiedegal, ob die Teenies ein bisschen Geld verbraten. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Bei mir ist das nicht. Das ist Abstimmung, ist klar. Das ist gezinkt bis zum geht nicht mehr ist das. Im Endeffekt ist schon am Anfang klar, wer gewinnt. Aber das wiederum ist auch nicht ganz richtig. Weil das hat man bei der Das hat man bei der Staffel von Melovin gemerkt. Ich kenne mich super aus, ne? Ja. Da merkt ihr schon, wie lange ich mit der zusammen bin. Ja. Oder besser gesagt, wie lange ich sie schon kenne. Ich war ja noch nicht, damals war ich noch nicht mit ihr zusammen. Ich war mit Renanz, glaube ich, zusammen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das so, dass dieser Melovin eigentlich gewinnen hätte sollen. Soweit ich das irgendwie so, ne, gehört habe. Er sich aber so extrem schlecht angestellt hat, dass man sich gedacht hat, ne, der kann jetzt nicht gewinnen, das ist ein schlechtes Image, wenn der jetzt gewinnt. Deswegen hat man den anderen gewinnen lassen. Mersat Marashi oder so.
der ja auch nach einer Zeit, ich glaube, das war jetzt letztes Jahr oder so, der ja auch gesagt hat, so von wegen, hier mein DSDS-Titel, den gebe ich auch gerne ab. Weil mir der bislang überhaupt nichts gebracht hat. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Schinken. Weil, warum? Warum würdest du den abgeben, wenn du ihn der fair erschummelt hast? Du hast einfach besser ins Bild gepasst und du hast außerdem den Siegersong gehabt. Mit dem hast du auch Geld verdient. Deswegen bist du ein bisschen bekannt geworden. Aus dir wäre überhaupt nichts geworden. Hätte RTL dich da nicht hingepresst. So wie hier auch ProSieben mit diesen ganzen Castingshows damals. Popstars, ganz witzig. Ich weiß nicht, also ich denke mal fast ich glaube, die mittlerweile haben sich alle, ne? Alle Bands, die bei Popstars gewonnen haben, haben sich mittlerweile getrennt. Es gibt keine einzige Band, die es geschafft hat. So, die No Angels waren die einzigen, die neben Monrose relativ lang im Geschäft war. Gegenüber den anderen natürlich, also gegenüber den anderen, die echt sehr kurz am Geschäft waren. Echt auch überhaupt nicht so die Reihe gekriegt haben. Ne? Nu Pagadi zum Beispiel mit Preußen oder so. Keine Ahnung, ich fand den Song schon, alleine als ich das schon geguckt habe, habe ich gedacht, meine Fresse, ey, ist das deren Ernst? Ne? Und dann so hochgepusht, oh, der beste Song ever. Oh, also besser geht's nicht. Also wenn ihr diesen Song nicht kennt, ne, gebt den bei YouTube ein. Wahrscheinlich gibt's den sogar noch. Also gebt den mal hier irgendwo oben, ganz oben in der Taskleiste ein. Nu Pagadi und dann Preußen. Wenn es den noch gibt. Wenn es den nicht gibt, ja, dann ist es schlecht, aber dann ist es so. Andersrum, er dürfte eigentlich nicht mehr im GEMA-Schutz sich befinden, weil die Band gibt es einerseits nicht mehr und das Management ist, hat sich, glaube ich, mittlerweile auch aufgelöst. Also von daher. Prost! Ja, also es gibt echt so viele Dinge, ne? Klar, Unterhaltung, Entertainment. Du darfst diese Sendung nicht ernst nehmen, aber leider genauso wie Toad jetzt hier gerade runterfällt, leider ist das so, dass so viele Teenies das ernst nehmen und sich in die Pleite katapultieren mit sowas. Weil sie ernsthaft denken, dass diese Casting-Bands-Scheiß wirklich das Nonplusultra sind. Also, echt nicht, wirklich nicht. Werde lieber YouTube-Star, das wird wenigstens ein bisschen fairer. Wow. Ich glaube auch nicht, dass das hier fairer abläuft. Weil, wenn das fairer ablaufen würde, ich glaube, ganz viele Leute, die hier bei YouTube sind, würden es deutlich mehr verdienen, deutlich mehr Abos zu haben gegenüber anderen, die es ja mal so gar nicht verdient haben. Auch diese Sub-for-Sub-Dings da. Obwohl, das ist mittlerweile fast ausgestorben, ne? Dieses Sub for Sub, ich weiß gar nicht, ob es mehr das gibt. Also es wird es wahrscheinlich noch geben, ja. Aber ich glaube, es wird es nicht mehr so extrem offensiv geben wie Anfang der 2010er. Als ich hier angefangen bin. Da war das ja richtig, da hast du ja überall gehört. Da selbst als Nicht-YouTuber hast du direkt gehört, boah, hier, Sub for Sub und was weiß ich und whatever und. Wow. Nein! Nein, 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 nein. Ich weiß, das war jetzt eine völlige Fehlentscheidung. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das war doch nicht die Fehlentscheidung. Naja, dieses Sub for Sub weiß ich nicht, ob es mehr so extrem präsent ist. Erst recht wegen dieser Zeit von Facebook. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich bei MySpace war. Ne, da bei MySpace. Das. Nein, 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 nein! Danke. Da weiß ich noch. Da war ich leider auch so ein Kandidat, ne? So von wegen hier. Ich habe einfach irgendwelche Leute aus irgendwelchen Ländern einfach hinzugefügt. Damit es nämlich schöner aussieht. Ich glaube, ich habe am Abschluss irgendwie 4000 Freunde gehabt. Wovon ich vielleicht höchstens 10 kannte. Aber an Abschluss, wen hat es interessiert? Ich glaube, von diesen 4000 Leuten habe ich, glaube ich, noch jetzt noch, sogar heute irgendwie. Danke. Noch immer genug, dass ich immer noch angeben kann.
Danke, vierter Platz. Dass jemand noch angeben kann damit. Ja, Gold! Dass jemand noch angeben damit. Ich glaube, irgendwie 2000 oder so. Kann man immer noch angeben. Aber ich glaube, MySpace ist mittlerweile tot. So wie MSN tot ist, ICQ tot ist. Weiß gar nicht. Früher hieß es immer von wegen, ey, hast ICQ oder hast MSN oder hast du MySpace und so. Mittlerweile heißt es Skype, hast du WhatsApp, hast du Facebook. Ich kann nur sagen, ich habe Facebook, ich habe kein WhatsApp, ich habe auch kein Skype, weil ich der Meinung bin, dass ihr früher oder später wieder weg ist. Und dann bei der nächsten Welle wiederum mitmache. Glaube ich. Ja, nach Skype die Welle. Ja, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war ein interessantes Rennen. Wobei der vierte Platz, weiß ich nicht, ob das jetzt so positiv war mit dem letzten vierten Platz. Aber zweiter, erster, vierter dürfte mir eigentlich keinen einzigen Stern einbringen. Aber das darf auch ein Abschluss ja eigentlich niemanden jucken, dass ich hier jetzt keinen Stern habe. Doch, mich selber. Also irgendwann in diesem Let's Play wird es mich jucken. Gucken wir mal an. Wie viele Sterne? Null. Macht nichts. Wir haben 1600 Münzen und den Toadie Boy. Und im nächsten Teil. Ja, kreisch übel aus. Im nächsten Teil werde ich ein bisschen weiter über diese ganzen Netzwerke quatschen mit euch. Hoffentlich seid ihr dabei. Bis dann. Tschüss.